Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pound Revolution zusammen mit Let's Goldie. Hallo. Wir befinden uns wieder bei den Wahlen. Yay. Yay. Toll, Wow! Milliardär hat diese Yo! Überweisung auf das Parteikonto getätigt. Okay, let's go, Junge. Let's fucking go. Wir brauchen gar keine Spendenaktion. Ey, yo! So, wir fangen einfach gleich mal mit der Familie an, ne? Ja. Und dann sagen wir, dass wir die Pornosteuer machen. Familienhilfen. 135. 197. 270. Wir gehen nochmal ein bisschen nach oben. Aber Versprechen. Unsere Partei mag das mehr als die Öffentlichkeit. Das ist aber gut. So, dann. Wo ist die Pornosteuer? Besteuerung. Also, die Steuer, das ist. Was haben wir auf 59 und uns die, dann bis 62 für vielleicht die Fernsehdebatte aufbehalten? Gute Idee. Gute Idee. Oh, das mag unsere Partei nicht. Ja, damit müssen wir leben. Egal. Ja, das sind wir wieder mit 22,5. Dann, was könnte man noch machen? Was könnte man machen? X-Bemerkung, ich brauch den Du nächsten kannst unten Monitor. mit dem Pfeil. Ach da. Wir machen ihren Move einfach. Wir gehen bei Bildung. Ausbildende Lehrer. Ausbildung und War es doch, Lehre. oder? Genau. Alter, ist das teuer. Ja, der passt so. Sonst macht sie einfach den Move. Oh, jetzt gehe ich da einen Stern Das weiter mögen die hoch. auch nicht. Hä? Okay. Ich hasse unsere Regierung, Mongol, ne? Oh, jetzt mal wieder. Beziehungsweise ich hasse unsere Partei. Mehr Hochschulen. Mochten die das? Ich weiß Unsere nicht mehr. Partei? Nee, glaube auch nicht. Zwei Sachen mochten die. Zwei! Ich weiß nicht mehr, was das war. Mehr Hochschulen. Arbeitslosengeld? Das kann sein. Mehr Hochschulen in Schottland. Da, Skoland. Das wird dir nicht gefallen. Nee. Ich hasse sie. Wir sind links, Leute. Dachte ich zumindest. Ja, komm, schau mal bei Arbeit. Vielleicht wollen die ja wirklich Arbeitslosengeld erhöhen. Oder Sozialhilfe. Ja, komm, passt so. Jawohl! Okay, ich dachte schon. Ich dachte schon. Und So, da noch jetzt eins kannst du drauf. ja Arbeitslosengeld noch erhöhen. Das auf 52. Oh, Jawohl! jawohl, süß. Sieh! Okay, wir haben Aber das Gute jetzt an zwei, den Wahlen nee. ist, dass die Linken fast alle keinen Kandidaten stellen. Ja, 7 von, ne, was, 2, 4, 6 von 15, okay, schauen wir erstmal, wie das hier jetzt alles so Ankommt. ankommt. Oh Gott. Ja, Wahlkampftaktik. Die Wahlkampagne ist herausragend. Versammelt Jawohl. unsere gesamte Wählerschaft. Hier soll die Wahl nicht scheitern, nice. Das war jetzt erstmal eine von sechs. Mal schauen, was sie zu den anderen sagen. Oh, wirkliche ökonomische Berechnung. Ja,
Ja, da willst du hier 22,5, das müssen wir uns merken. Musik, Alter. Das war's schon. Das war's schon? Sad. Okay. So. Genau. So, wann sind? 66 Tage, also in 2 Monaten. Okay, also du musst dich jetzt mit dem anderen Kollegen treffen. Von der linken Partei, mit, wie heißt er denn? Wie hieß er denn? Keith. Unser Konkurrent. Keith. Der mag uns ja sogar. Ja, aber irgendwie kommen wir doch nicht auf einen Block mit ihm. So. Die anderen stellen keinen Kandidaten. Von den Linksparteien. Aber den kannst du vielleicht noch, der Mittelkollege. Wir werden da 2 Wahlversprechen machen. Und die dann auch gleich ins Wahlprogramm mit aufnehmen. Und dann kannst du vielleicht den Senioren noch ein Wahlversprechen geben, also dem Seniorenvertreter noch ein Versprechen geben, dass du die Rente erhöhst. Dann haben wir die Renten auch hinter uns versammelt. Wo ist er denn? Das Gewerkschaft war das. Rechts. Da können wir auch was für die religiösen Typen machen. Die mochten sie das letzte Mal nicht. Wo ist der Seniorentyp? Nach oben. Wo war der denn? War der bei uns hier? Ich dachte, der wäre hier gewesen, aber anscheinend nicht. Vielleicht bei Verbände dann? Also links? Schutz von Senioren, da ist sie. Sarah Dolly. Ja, die liebt uns. Die liebt uns. Knall sie. What the fuck, die 67, Alter. Glaubst du, hast du bessere Chancen, Glatzkopf? So, Keith wollte keinen Kaffee, ne? Nee. Gib ihm Champagner. Huch, das wird nicht abgelehnt. Ich glaube, es hat doch nie jemand Champagner abgelehnt, oder? Ich glaube auch nicht. Dann. So. Was würde Keith wollen? Was macht unsere Partei? Familie und so, ne? Mhm. Vielleicht er auch. Ja gut, das ist natürlich jetzt scheiße, der Riss. Ja, vielleicht Verhütung fördern. Vielleicht mag er das. Das wird nicht abgelehnt. Jawohl. Danke. Du bist großartig, Junge. Danke, Sie schmeicheln mir. Das ist sehr nett von Ihnen. Es macht mir Freude. So, seine Kandidatur zurückziehen wird nicht funktionieren. Sicher? Ich glaube nicht. Die Frage ist, wird uns hassen, wenn wir es versuchen. Nein. Fangen Sie erst einmal an, Ihre Versprechen zu erfüllen, dann sehen wir weiter. Wie sollen wir unsere Versprechen erfüllen, wenn wir nicht in der Regierung sitzen? Okay. Das mögen wir nicht. Nope. Egal. Ich muss keine Prozente verlieren.
Ted Davis. Was geht ab, Teddy? Du musst es. Gerne. Schwarz und Ja. Champagner auch noch. Vergnügen. Alles, du bist großartig. Das ist sehr nett. Wer warst du? Hey, ach, das war der Mittelrechte. Wer warst du eigentlich nochmal? Ja. Was können wir jetzt dem für ein Versprechen geben? Mittelrechts. Haben doch Bock auf Polizei, oder? Die haben, glaube ich, richtig Bock auf Polizei. Ja, hören wir den Lohn um 300. Huch, das... Ja, mit dem müssen wir uns ja bloß anfreunden. Mit uns ein bisschen mag. Programm. Scotland. Polizei um 300. Ja, das ist ja neutral. Und dann kommt die Seniorentante. Gerne. Mit Vergnügen. Ja, ich weiß. Danke, dass... Anregen, Weisungen für die Wahl in ihrem Sinne zu geben. Keine Panik, ich kümmere mich darum. Keine Ahnung, was du meinst, aber okay. Vielleicht, dass ihre Leute jetzt für uns stimmen. Oh, das wäre nicht schlecht. War das bei Arbeit mit Arbeitslosen? Ja. Nee, aber wir brauchen ja nicht ja, Arbeitslosen, wir brauchen eine Rente. Wo waren die? wo war die Rente? Ist Gesundheit ein Soziales? Ja, Soziales. Rente, aber nochmal Rente festlegen. Oder wie viel gehen wir mal oben? Also 10 Euro. Ja, gehen wir 40 Euro nach oben. Huch, das... Wenn es Ihnen eine... Nice. Ja, vielleicht können wir uns jetzt noch mit irgendeinem... mit irgendeinem Bekannten treffen, mit irgendeinem Politiker, sag ich, mit irgendeinem Künstler, Sportler oder sowas. Der Tennisspieler ja, mag uns. Oh, der Tennisspieler mag uns und immer den. Und machen wir auch noch einen Künstler, damit wir die auch noch reinbekommen. Die älteste Person also, des Landes. Die ist doch, die mag uns. Ja, aber was will die, was nicht Rente ist? Kostenlose Arzttermine oder was? Ja, mit den Journalisten haben wir sie schon. Rocksänger, aber die treffen wir jetzt auch noch. Jo, hat der nicht Rock runtergemacht, der Kollege? Ja. Dann machen wir Rock wieder hoch. Und ja, und dann wird's langsam knapp mit unserem Versprechen. Wie können wir noch machen? 2, 4, 6, 8. Wir können noch 7 machen. Okay, gut. Und einfach Sekten. Eher Religion. Eher Religion. Aber was machen wir bei Religion, ist die Frage. Die Kadek. Der ist nur katholische Gemeinde. Jo, schauen wir mal, was die Treffen so mit sich bringen. Diese Wahl wird besser laufen. Wir werden ja untergehen, ey. Was ist das? Bei der letzten Folge, dass wir mit der Partei von Ted Davis mit 7% nicht unter die Top 3 kommen. Ja, dann bringt uns mittelrechts ja gar nichts mehr. Nicht viel. Nein, nicht viel. Aber wenn wir eine Koalition mit Mitte, rechts und rechts machen, dann schon. Da ist er. Franklin. Wer warst du? Tennisspieler. Sportler. Gerne. Schwarz und mit Vergnügen. Danke. Das ist sehr nett von Ihnen. Sie haben eine fantastische Rückhand, mein Freund. Euer Versprechen. Sport. Sport. Irgendwas mit für die Jugend, hätte ich gesagt. Sportzentrum? Wir können auch Sportzentren bauen.
Aber wo bauen wir? Wo bauen wir das? Ja, wo wohl? Das müssen wir uns aber ganz genau merken, ne? In Scotland von 75 auf 705. Okay. Huch, das. Ja, eine gute Idee. Ich. Fangen Sie erst einmal an. Ach, ich hasse dich. Aber er lobt uns. Das ist doch schon mal. Das ist doch schon mal was. Yo, wir sind ganz oben. Yo! Ja! Imagine. Okay. Einfach weiter. Gleich noch der ältesten Person der Welt. Geh nicht. Cool. Geh nicht, du brauchst einen ganzen Tag dafür. Achso, wir sind schon hinten. So, Sport. Sportzentrum 30.000 in Schottland. 705. Genau, in Schottland. Das ist unsere Partei. Egal. Das ist... Wenn wir die Wahl gewinnen, ist es scheißegal. Oh, komm, let's go. Jetzt muss aber auch erstmal die anderen Versprechen noch kommen. Dann muss die Fernsehdebatte gut laufen. Die Pornosteuerung. Und wir bauen einfach die Ausbildung der Lehrer noch auf. Nochmal. Alter, wir sind so smart, ne? Und dann noch ein gutes Wahlversprechen. Wollen Sie den Kaffee? Gerne. Schwarz und... Ja. Champagner. Oh. Oh, ja, die braucht einen halben Reizen. Ja. Sie begraben uns alle, Madame Fleur. Das ist aber nett von Ihnen. Erstmal hier, so. So, was machen wir ihr für ein Versprechen? Müssen wir ihr überhaupt ein Versprechen machen? Die mag uns ja eh schon. True eigentlich, ne? Dann können wir eigentlich mal schauen, ob sie uns nicht jetzt schon loben will. Gut, das war's wohl. Nun, dann gehe ich jetzt. Hä? Ja, wollte sie nicht. Okay, dann bringt es auch nichts mehr. Okay, well. What the fuck? Gut. Okay, egal. Das war, wer hört schon drauf, was die älteste Frau der Welt, des Landes sagt? Die existiert nicht mal in Real Life. Der Sänger. Gerne. Huch. Der will sich auch im Champagner. Ja, ich war. Ätzend, ihr letztes Album. Ich bin fasziniert. Mach. Nein, nicht, nein, wirklich. Ich mag Komplimente nicht allzu sehr. Okay. Dem machen wir jetzt aber ein Versprechen. Kultur. Rock, Rap, Techno wird nach oben geböllert. Das ist ja da geht sogar noch einer! Another one! Wir gehen ganz nach oben! Wenn es Ihnen eine Freude. Fangen Sie an. So dumm. So, Wahlversprechen. Wir haben einfach das Game gebreakt. Oh, mach eine Pause. Oh. Moin! Gerne, schwarz. Ich habe nicht. Oh, shit. Was hast du gemacht? Champagner angeboten. Oh. Warum denn? Dass sie ehrt. Die trinken nur eh immer Bayern, die tatsche Champagner geht auch. Oh Gott, jetzt sitze ich ja hier komplett in der Scheiße. Jetzt kann ich hier weitermachen. Was haben wir bei dir gemacht? Nein! Kultur. Wie, was haben wir bei dir? Achso. Achso, und machst es beides parallel. Ja. Das ist ein wenig. Nein! Warum hat er denn dich ausgewählt? Well, dann sind wir meine verkackt. Gedanken werden bei Ihnen sein, dass Sie. Wir können ihn nicht mal fragen, aber bei der Wahl, ja, dann war es unnötig. Ja, bitten Sie öffentlich zu loben. Das ist ja das, was wir eigentlich. Das war doch nicht. Doch, das stand doch am Ende ist noch da, als du gegangen bist. Warte mal, ich muss überlesen. Okay, egal. So, Scotland, jetzt, hier, komm. Kultur. Das ist so dumm.
Die hast du, also so eine Partei hast du ja alles. Wie haben wir? 2, 4, 6, 8, 10. Ja, wollen wir noch mehr machen? Weil die überrennen uns halt irgendwann. Okay, bisher sieht's gut aus. Sehr, sieht's gut aus. Wie sehen die Dinge von dem, das kann man doch irgendwo anschauen, oder nicht? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß gar nichts mehr. Keith ist um einiges beliebter als wir. Das geht immer nicht. Aber hier sind wir noch am weitesten oben. Hier Ja, da war ist die Umfrage am eigentlich. 1. Ne? Ja. Noch sind wir Ja, gut am dabei. 14. meine ich. Am 1.12. sind Wahlen. Habe ich gerade gesehen. Genau. Sehr immer noch sau viel, Sau der Ewigkeiten. Haben wir 22 gestartet? Schon, oder? Nee, es ist 21. Wir haben jetzt echt schon über ein Jahr? Was ist da in Großbritannien passiert? Ach, Sturmflut, das sah aus wie ein Atompilz. Gott sei Dank. Der Name von Bert Baldwin. Nationalisten und Ah! terroristische Gruppe Russenmafia. Idioten! Anlässlich der Sendung Die Küche der Stars hat der berühmte Rocksänger Ronald Cronin Oh. plötzlich erklärt, Glasgow Lace, mein Leitbild, es sollte nicht anders sein. Wollten die nicht hören. Du sollst mich Aber egal. loben, nicht verehren! Du sollst nicht sagen, ich sei Gott. Egal. Parlamentswahlen. Die haben wir auch alle Ach, reingeballert. zum Schutz der Senioren, glaube ich, oder nicht? Gibt das noch? Haben wir das nicht schon reingemacht? Nee! Doch, das ist doch der Sozialhilfe Satz. Ja, das ist die Oder? Also nicht soziale Sozial. Hilfe. Ach so, lol. Mach rein. Wie konnten wir das Wir haben vergessen? so viel Geld, das machen wir im Veranstaltungssaal. Ja. Yeah. Fuck, auf was sind wir da gegangen? Fuck. Ich glaube 40 Euro hoch. 40 Euro, glaube ich, ja. Ja, auf 78. Ja, neutral. Egal, unsere Partei muss uns nicht Okay. mögen. Jetzt zum Fall 14.10. Das sind immer noch die alten, ne? Oh Gott, warum ist sie auf 17%? Was hat sie gemacht? Kann ich leider nicht nachschauen in dem Fall. Oh Doch. Gott. Katastrophenmanagement. Ja, nach also 29% der voraussichtlichen Wähler stimmen wird unsere Partei Zweiter. Gleich hinter der von Bruce Robson. Bruce! Solange der. Mir ist es scheißegal, wenn er wieder drin ist, ne? Solange wir eine Koalition bekommen, der nicht seine. Keine Ahnung, wie viel. 100. Über 50% Scheiße der hat. Ja, über 50% ist scheiße. Jetzt Oh, wir sind mal. wieder gesunken. Naja. Egal. Umfragen sind nicht unbedingt das, was viel bringt. Viele Versprechen haben wir? 2, Zu viele 4, ist, dass wir sie 6, umsetzen können. 8, 10, 11. Es wird niemals gut gehen, ne? Überspringen wir den Monat. Nee, am 1.12. sind Wahlen. Ja, wir haben gerade mal Anfang November. Ja, und wenn du jetzt einen Monat überspringst, ist das 6.12. Da sind wir in der Mitte. Brechen wir. Ich weiß nicht, wann Definitiv. die Fernsehdebatte ist. Das wird einen Tag vorher angekündigt. Parlamentswahl, was will der jetzt? Hä? Hä? Das haben wir doch gerade gemacht. Das hatten wir schon. Egal. So. Das ist aber über zwei der ausländischen Parteien für nicht erkennen. Also irgendwie sind wir nicht dabei. Ah, wir sind wieder auf Platz 3.
Das wird schon. Noch ein Wahlversprechen. Woo! Aber was? Wie gut kam Transport an? War schwierig. Zugang für Behinderte. Da geht noch was. Da geht wirklich noch was. Ja, easy. Wow. Wird schon, wird schon. Wir dürfen halt bloß nicht wieder nach unten fallen, kurz zu Ende. Nee, das wäre schlecht. Aber jetzt, guck dir das. Boah, das sieht richtig gut aus, dass wir eine Linkskoalition hinkriegen könnten. Mit wie viel haben die? Wir haben. Nee, die Linksparteien. 23,6 und. So, nein, die Linkspartei. Die andere? 26,2. Ganz knapp, dass wir es nicht hinkriegen, aber. Ja, wir haben ja noch die Kleinen. Ja, aber wir wollen doch keine Kleinparteien drin. Warte, wie viel ist das zusammen? 26? 49, 8 oder so. Also ganz knapp. Ja, dann nehmen wir noch Ted Davis dazu, der morgen sowieso. Ne, warte, das war der Mittelrechte, ne? Ja. Dann. Mal schauen. Das ist, solange die Wahlen noch nicht sind, können wir eh noch nicht. Ich frage mich hier, wann das Fernsehduell ist. Gibt's überhaupt ein Fernsehmodell? Ja, Debatte, what the fuck, Modell. In 6 Tagen ist die Wahl. Ja, es kommt safe noch. Oder wir wurden nicht eingeladen. Oh shit. Oh oh. Da ist sie. Die Fernsehdebatte, die wird das regeln. Let's go. Die regelt dort. Fucking Bruce wieder. Guten Abend. Als mit Arbeit. Also, was ist Ihre Meinung zu diesem Thema? Oh oh. Fuck. Mindestlohn. Wir könnten den Mindestlohn erhöhen, ne? €60. Die Wirtschaft entwickelt sich durch die Kaufkraft, da der Konsum die Nachfrage ankurbelt, die ihrerseits lutsch das, Boris, Bruce. Danke. Danke. Sie sind an der Reihe. Was können Sie uns zu diesem Thema sagen? Sie haben den gut getroffen. Die Migranten dürfen auf keinen Fall. Ja, jetzt ist das wieder hochgemacht, was er damals runtergemacht hat. Zum nächsten Thema. Die dumme so. Also, was ist Ihre Meinung zu diesem Thema? Luftverkehr runter. In diesen schwierigen Zeiten ist es von Sehr gut. Nun sind Sie an der Reihe. Was sagen Sie zu der Frage? Haben Luftverkehr Sie eins hoch. Zugang für Behinderte. Das könnte gut sein, ja. Nee, wait, haben wir das nicht aus Wahlversprechen? Oh, stimmt. Oh Gott, das ist teuer. Oh Gott, okay, das ist teuer dann. Dann Radwege oder sowas. Das wird alles teuer sein. Der Schutz der Umwelt, der Wechsel zu einer grünen Wirtschaft, so. Der Energiewandel, der Schutz... Ich danke Ihnen. Wir kommen nun zum zweiten Teil der Sendung. Die Kandidaten... Gut, würden Sie uns bitte etwas über dieses Thema aufklären, das Sie meiner Meinung nach im Laufe... So, was hatten wir das letzte Mal? Rückgehilfe für Einwanderer. Hilfe, genau, und Basisprämie zurück. Die Migranten dürfen auf keinen Fall wie Sündenböcke behandelt Jawohl. Werden. Und was soll er uns jetzt sagen?
Armee. Ich persönlich würde gerne Ihre Meinung zu diesem Thema erfahren. Was? Oh, fuck! What? What? Es ist 5 Jahre! What? Unsere nationale Verteidigung bildet... Wow! Wir sind nun am Ende unserer Debatte. Nein! Nee, egal, wir gehen auf 62. Wie jeder andere Haushalt auch, so muss sich der Staat vollkommen seine... Wir gehen noch weiter nach oben. 63. Wie jeder andere Haushalt auch, muss sich der Staat vollkommen seines Haushalts. Nochmals vielen Dank an die beiden Kandidaten, dass sie sich bei dieser Debatte mitgeschlagen haben. Boris. Ich hoffe, sehr geehrte Fernsehzuschauer, unser spontanes Umfragesystem hat einen Sieger ermittelt. Wirklich? Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Die Wahl beginnt? Oh Gott, das ist mir zu schnell. 69% haben wir uns im Alter. Ja. 6, 9, 6, 9. Was sagt das hier? Ah, jetzt sehen wir nichts mehr. Okay. Das sind die Wahlergebnisse. Oh mein Gott. Die ersten Schätzungen sind eingegangen. Come on, Alter. Let's go, let's go. Das sind wir. Komm. Ja? Schaffen wir es über Keith? Ja! Komm, und lieber Bruce! Nein. Ja! Ja! Nein! Kann eine Rechtskoalition, eine Linkskoalition machen mit Keith? Ich erhalte gerade die Mitteilung, dass ich nun einer der unterlegenen Kandidaten. Meine lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Wahl. Damn wohl! Oh mein Gott! Damn wohl! Das ist so gut! Oh, okay. Historisch, okay. Beliebtheit, ja. Alter! Fernsehdebatte auch gut. Gruppen auch gut. Programm gut. Region, okay. Ja, oh, schau's dir an, Gewerkschaften, intellektuelle Künstler. Gut, Religion haben wir ein bisschen reingeschissen. Ja, das ist bei Sekten. Ja, Soldaten auch. Sportler gut. Verbände gut. Ja. Globalisierung. Oh mein Gott, Alter. Keine Ahnung, was wir bei Antirassisten. Ach ja, die Dinge. Behinderte, jo, Frauen, Homosexuelle wieder gut, Militär auch gut. Wait, wo sind die Senioren? Ah, ne, die sind weiter unten. Die sind wahrscheinlich da. Nur Zweiter? Das ist sad. Eisenbahn, Energie, dann überall 2-2-1-2-1-2-1-2-2-2. Oh jawohl. So. Ja, dann müssen wir jetzt eine Koalition machen. So, dann müssen. Gemeinsam mit Keith. Sind jetzt die Koalitionsdinger dran? Ja. Ach, die können wir aufheben, ne? Achso, ja, weg mit der. Eine Koalition hat öffentliche politische Folgen. Rückgang der Beliebtheit des Gründers der Koalition infolge dieser politischen Fehlschlags. Ja, mein Gott. Mi. Okay. Ja, wir beide, also guck nochmal nach. Wir haben 31 und die anderen Linkspartei, die BBG. 21. Ja, das sind 52, das reicht. Das reicht easy. Komm schon, bitte. Bitte gönn uns. Bitte Keith, gönn. Come on. Ja, mein Gott, die regen sich jetzt natürlich auf, weil wir ihre Koalition haben, weil es nicht funktioniert hätte. Ja, Schmach. Schmach. Die haben halt extra keinen Kandidaten gestellt wegen unserer Koalition. Und jetzt machen wir den Huren-Move. Wir haben die so betrayed. Keith. Keith, bitte. Lass uns nicht einen Keith. Jo! Wir sind einverstanden! Oh mein Gott, Alter. So gut. So gut. Das wird's. Okay, was geben wir denen alles? Wir müssen halt 50-50 aufteilen.
Können die schon mal gesund ergeben. Ich glaube, damit sind die schon mal sehr zufrieden. Wir haben 4, 8, 12, 14. Also 7 für, also 7. Okay. Ja, genau. Ich glaube, Äußeres würden die auch gern haben. Umwelt können wir denen auch geben. Das, wo die Linken wirklich Bock drauf hätten. Gibt denen noch Arbeit und Soziales. Arbeit und Soziales. Wohnung. Wohnung. Ich würde es ich bei 6 belassen, weil wir haben mehr Prozent als die. Okay, da brauchen wir noch eins. Dann gibt den, keine Ahnung, Bildung Verteidigung. Vielleicht noch. Bildung oder Verteidigung? Mit dem Bildung ja, da kommen die besser an. So. Und dann machen wir noch ein bisschen Wahlstuff. Was ist die Frage? So, Familien und Arbeit ist, wissen wir zumindest, dass gut ankommt. Okay. Dann machen wir da einfach unsere die Regelung zur Verhütung war es, glaube ich, haben wir eben versprochen. Dann genau. Hä? Okay, egal. Familie. Was hatten wir denn noch? Ne, das mögen die doch. Ach so, ja, ich denke immer, dass die drunter sind. Mein Gott, jetzt mal. Was noch? Arbeit. Arbeit. Können wir im Haushalt was machen? Ja, da haben wir Mindestlohn gesagt, dass wir hochstellen. Hast du nicht vergessen? Nee, ich habe mir nicht, dass wir was anderes hier, machen. Wir müssen unsere Dinge hier mit reinbringen. Wo sind wir denn noch hochgegangen? Ich weiß es nicht, 182? Ja, ich glaube, das passt so. Ja. Jawoll! Wie viel wollen wir insgesamt eigentlich machen? Ich würde jetzt noch die, zumindest die bei Arbeit machen. Noch die eine Sache, was wir da noch haben. Sozialhilfe hatten wir noch. Genau. Ah, und Arbeitslosengeld hatten wir ja auch. Wo sind wir denn da hochgegangen? 83, ne? Boah, ich war ja 83, glaube ich. Aha, und? Sozialhilfe hatten wir da noch. Ja, das war gerade das. Also, Arbeitslosengeld meinte ich. Sind wir doch noch hoch? Nee, warte, das gegangen. War schon. Aber auf was sind wir hochgegangen? 52? Ja, komm, das passt so. Freut dich sicher zu hören. Jawohl. Sieht ja cool aus. Wollen wir Rente noch reinballern? Haben wir die nicht schon? Bin ich dumm? Nee, haben wir, da müssen wir noch nicht. Achso. Das ist ja jetzt unser Wahlprogramm. Das ist unser Programm. Ah, ja, stimmt, das war bei Gesundheit. Ich dachte, wir hätten das jetzt hier. Rente, genau. Das sind wir 4 nach oben, glaube ich. Genau, 81. Perfekt. Ja, wir werden beliebt. Und was haben wir noch? Aber die Rente war gar nicht so optimal. Die war ganz unten. Oh. Egal, das wird schon so passen. Okay. Zustimmung zur Koalition anfragen. Was wir aufhören können, die Gesprächserfahrung fasst jedoch nur über die GZ-Reifung ist gerade einen Monat umgekommen. Ja. Einigung. Ja! Wir haben eine Regierung. Wir haben eine Regierung. Wir haben eine Regierung. Ja. Ich hoffe, dass das jetzt alles hinhaut, so. Wir haben eine scheiß Regierung. Oh. Warum ist der wieder Boris? Das muss ich mal kurz nachschauen. Er kommt mit keinem anderen 32? Nee, wir sind. Aber er ist trotzdem Chef, anscheinend.
Wer macht jetzt schon wieder irgendwie ein Gesetz? Ja, mach Protestaktion instant. Hä? Warum? Hä? Wir sind doch. Hä? Warum 59 dafür? Ach, wegen dem Wichsern. Nee, das macht keinen Sinn. Egal, mach einfach jetzt eine Protestaktion, ne? Die anderen, also Nationaler Verband der Autofahrer soll das machen. Hab ich das letzte Mal nicht schon gesagt, dass ich immer. Nee, war das nicht. Das war ein anderes. Da unten. Holzweg? Ihr Vorschlag, eine Protestaktion zu initiieren, scheint uns nicht rechtmäßig. Die vorgebrachten Gründe entsprechen nicht... Fuck you. Okay, aber ob das mit der Koalition und der Regierung was wird, sehen wir dann in der nächsten Folge. Also lasst ein Like und ein Abo, damit es euch gefallen hat. Schaut auf beim nächsten Mal vorbei und tschüss. Tschüss.